Moin Moin, willkommen hier bei Herr Chinski mal wieder und ich habe mir heute jemanden gesucht, mit dem ich zusammen eine CSGO... Scheiße. Willkommen Leute, Herr Chinski hier, ich habe mir heute den guten Trommler geschnappt, der darf jetzt einmal Hallo sagen. Hallo. Okay, das reicht schon und wir werden eine CSGO-Coup-Mission aus dem Workshop spielen, die sich Storm nennt. Die sah im Workshop schon ziemlich nice aus, werde ich natürlich auch in der Beschreibung nochmal verlinken, damit ihr euch das Ganze dann auch anschauen könnt. Kann man bis zu 9 Spielern spielen, aber ich dachte mir, ich mach's nur mit Trommler zusammen und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Ja? Wir sehen uns gleich, Leute. Also wir haben die Lobby und ich habe mir das vorher angeguckt, was man da machen muss. Man muss einfach in den Workshop gehen und die Map auswählen und dann eigentlich auf Start drücken, ne? Genau. Start Local Server, das steht dann sogar da. Geil. So, die Map lädt. Ich habe richtig Bock, weil das ist, ich weiß nicht, viel lieber halt mit Leuten zusammen, als irgendwie so Einzelvideos zu also, machen. Also ich habe es gerade, also als ich es gestern getestet habe... Buh, jetzt getestet, buh. Ja, ja, ein bisschen, ja, auch die Game-Mechanics, weißt du? Achso, wenn du noch einmal Coop sagst, ne, dann komm ich durchs Internet. Koop. 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 Oder Poop. Wir nennen es einfach Poop. Chicken, Coop. Okay, wir müssen CD starten, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Bist du drin? Du musst wahrscheinlich nur laden, ich warte, bis du da bist. Ja. Okay. Es ist erstmal, sollte man Musik anmachen? Ist wahrscheinlich besser, wenn man die Musik anmacht, ne? Also, wer auch immer das hier gemacht hat, ist auf jeden Fall geisteskrank. Okay. Ich bin da. Also, weil du bist jetzt halt aber T gegangen, so wie es cool aussieht. Ne? Nee, das sind nur unsere Models. Ah, okay. Passt. Lass mich gerade mal mit der Musik gucken. Hast du irgendwie die Musik an? Audio-Settings? Musik passt schon. Also es läuft jetzt keine Background-Musik oder so. Nur der hat hier einige Soundtracks aus Filmen und so benutzt. Ja, lass ich dann weg. Obwohl das eigentlich ganz cool ist für... Ja, ne? Es ist super geil. Es ist richtig nice. Ich mach das auch mal auf 0,15. Master Music Volume. Also musst du auch. Allein so für die Stimmung, denke ich. Ja, aber hier läuft gerade nichts, ne? Nee. Okay, ich guck nochmal, ob das drin ist. Jawohl, das übernimmt er direkt. Okay. Wir fangen Music, yes. Ich schieße da auch nochmal drauf, yes. Eigentlich alles so lassen. Difficulty, Untertitel machen wir auf Englisch, weil Russisch brauchen wir jetzt echt nicht. Und dann legen wir los, oder? Hallo, wir sind aber erst nochmal hier. Auch auf Russisch machen, ey. Hier, das Ganze ist von CTX, der hat noch viele andere dieser Coop-Maps gemacht. Und ich denke, da werden wir auch noch einige spielen. Koop! Coop-Maps! Okay, los geht's! Und erstmal Fade to Black, doch, Spannung! CTX presents. Okay, das hätte ich jetzt besser timen müssen. Ja, der hat halt Zwischensequenzen drin. Krass, okay, man kann hier nichts machen. Doch, man kann skippen. Ich weiß, aber das wollen wir ja nicht. Nee. Denkst du, er ist tot? Der Red-Eyed Fucker, der rotäugige Fucker. Hugo sagt, wir haben den Körper nicht gefunden, also wissen wir es nicht genau. Ich stimme zu. Ich sage jetzt nichts weiter, ihr könnt alle Englisch. So, müssen akzeptieren, dass er weg ist. Also sie wollen es nicht ganz glauben, aber es ist so. Sie wollen sicher gehen. Oh, wie krass ist das bitte? Ja, geil, oder? Der Typ hat einfach einen fucking Film draus gemacht. Und da liegt er in seiner Rüstung. Vor allen Dingen wollte er das Model her. Obwohl, ja, so ein Garry's Mod irgendwie, ne? Ich glaube, da sind halt Sachen aus Skyrim. Fuck. Der Dark Invader. Sieht eher so aus, als hätte er starke Schmerzen. Ich glaube kaum, dass er noch irgendjemandem hilft. Ah, es geht ihm wohl besser. Jetzt auch, er ist jetzt auch ein Red-Eyed-Fucker. Oh ja. Guck mal, mit den Adern noch drin. Uah. Ey, wie viel Arbeit muss denn da bitte drin stecken? Keine Ahnung, ich find's auf jeden Fall krass. Guck dir das mal an, ey. Ein paar Tage später. Also, kurz zur Info, es gibt keine HP-Regeneration oder so. Okay. Und, ja. Munition, Waffen, alles sehr, sehr selten. Ja, okay, wir haben eine Mac-10. Okay. Ist das, ah, das ist unser Mate? Ja. Der oben, der Typ. Warte, jetzt guck mal auf den Turm.
Super geil. Krass! Müssen wir gegen den kämpfen? Nee, er fliegt weiter. Junge, sick. Okay, jetzt muss man hier springen. Okay. Wait for your teammates. Sind doch alle da. Oh! Hugo hilft uns. Wir müssen zu dem Kremhold. Wir müssen den Supreme finden. Oh, hinter dem bin ich schon lange her. I got this. Was muss ich machen? Ja, wir könnten jetzt... Wir haben jetzt zwei Antwortmöglichkeiten, aber wir nehmen das Erste. Ja, wir nehmen das Erste, okay. And don't forget about us. So, Bottle-Style. Nee! Ja, geil, oder? Geil! Okay, da oben. Auf dem... Oh, ja, der trifft mich. Okay, ist down. Keine HP-Regeneration? Nee. Oh, scheiße. Jetzt okay, das ist... Mach du zuerst, wir gucken, wie du failst. Presse. Du musst rum. Oh, er schummelt. Pixel Walk. Er schummelt halt mit Pixel Walk. Oh mein Gott, ey, es gibt halt direkt einen. Was machst du denn? Du bist halt so ein Angsthase, Mann. Also, erstes Chapter hast du schon gespielt, okay. Das ist für dich halt einfach ein Speedrun. Ja, bis Chapter 1. Oh. Ja, aber glaub mal nicht, dass ich trotzdem nicht runterfallen kann. Oh, du bist halt auch so ein Movement-Geier, ne? Ja. Da finde ich das Springen halt sicherer, ne? Ah! Und der gibt uns, ey, mit einer AK, wenn wir die halt alle one-shotten, ne? Ja. Okay. Da sind wir rüber. Bleib mal gerade stehen, ich glaube, mein Sound ist ein bisschen RIP oder leise. Das liegt an meinem Kabel. Ah ja, schon besser. Okay, weiter. Jetzt höre ich auch dieses Rauschen. Oh, was ist das denn hier, ey? Du musst ja richtig aufpassen, dass du nicht runterfällst. Ja. Oh! Motherfucker, was hast du getan? Okay, da ist eine Leiter. Das wusste ich tatsächlich nicht. Alter, hier ist schon die erste Stelle, wo ich runterfallen kann. Ohne Scheiß. Du weißt, ja, komm, du weißt, ich bin ein Creeds-Map-Profi, also das ist jetzt echt gar nichts. Ja, du bist ein Creeds-Map-Profi. Zwei Gegner. Einer. Oder? Ah, ne, hinter der Box. Okay, den hatte ich nicht gesehen. Wie viel AP hast du noch? 85. Ich habe auch 88 noch. Alter, Nazi. Du bist ein Nazi. Der ist hinten tot gesprungen, der doch nicht, Alter! Alter, guck mal, Nazis! Alter, das sind Nazis! LOL! Das sind Nazis! Das finde ich jetzt nicht gut. Was haben die denn bitte damit zu tun? Immer auf die Nazis, oder was? Das sind Nazi-Zombies, Mann! Okay, ersten Boxen. Also hier gibt's scheinbar auch Crafting, wenn ich das richtig gelesen habe. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Okay. Ich hab sechs Coins. Verstehst du, wie das Inventar funktioniert? Ja. Okay. Mehr gibt's da nicht, oder was, als die Coins? Nee, jetzt gerade nicht. How to use chests. Okay, I died and left these resources for you. To open a chest, you have to get closer to it and press E. There are two lists. Your resources, chest resources. Use WASD to move the cursor, okay. Press left mouse button to swap resources between you and chest. Don't forget to share resources with your teammates. Just leave them in the chest, okay. Gut, mache ich das wieder zu. Ah, jetzt habe ich das außerdem aufgemacht. Ja. Okay, und dann können wir weiter. Gut. Wir haben 6 Coins, Leute. Wir sind reich. Was hier? Ich habe da mal Coins und 2 Lockpicks rausgenommen. Ich nehme mir auch nochmal einen Lockpick. Ja, habe ich liegen lassen. Okay. Was ist hier mit dem Messer? Können wir es aufheben? Oh, es geht weiter. Und immer die Musik so leise im Hintergrund, ne? Dieses Wummern so ein bisschen. Ja. Ne? Was macht denn jetzt? Oh, krass, ey. Mit der Aufheber-Animation. What the? Haben wir verloren? Ich hab 9 HP. Ich hab 6. Oh, da muss uns aber jemand heilen. Nein, das macht er jetzt nicht. Dieses Shit.
So, ich habe tatsächlich nur bis hier gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Okay. Also, das heißt, dass der auf dich pinkelt, wusstest du auch nicht. Aber ich meine, du stehst doch da drauf. Doch. Okay. Also, ich habe jetzt bis zu diesem ersten Chapter, das ist jetzt. Also wir haben jetzt den ersten Save Point hier. So, und bis dahin habe ich gespielt. Okay, warte, hier ist noch ein Buch. Nee, was ist das jetzt? Ich habe irgendwie Rucksack. Kiste? Ich glaube, irgendwie. Ah, hier jetzt, ist eine okay. geschlossene Kiste. How to use inventory and skills. To get into the inventory, look down and press E. Your resources will be displayed on the inventory page. Left mouse button is action, okay, und mit W und S steuert man das. Every item has its own action. For example, you can drink the potion. This is how the inventory looks like. Inventory skills, potion 5, drink, coins 20, none, lockpicks 10, none. Okay. Some items don't have any action which will be used in crafting or brewing. Coins may be needed later. Using A and D, you can switch between menus, inventory and skills. V and S select, left mouse button upgrade. For by doing some actions, for example lockpicking, you will receive XP. By receiving XP, you will increase the level. Krass! Das ist wie in Skyrim so ein bisschen, ne? Der hat sich da voll Sachen ausgedacht. This is how the skills page looks like. Inventory, kleiner Skills, okay. XP 50 von 200, Level 1, remaining points 1. Max Health. Ah, dann kann man bei Health, Lockpicking und Luck so seine Dinger höher machen. When you level up, you will receive 1 point, which you can spend on your skills. Such a system has been used in other games, so it's not so hard to dig into it. I'll be honest, just close this damn book and try it yourself. Take a look at the table, which shows how much XP can get from each action. Loot from the ground 5, opening a chest 10, picking a lock 30, brewing a potion 30, crafting a weapon 30, killing 25 bis 500, depending on enemy. Okay, when you upgrade your max health, it will be increased by 25. Okay, also immer kriegst du 25 mehr. Upgrading the lockpicking skill makes it easier to lockpick. Each one will have more HP and the correct will be increased. Ja, kann ich nicht alles sehen, leider. Upgrading luck increases your chance to double your loot amount when picking it up. Okay. Alright. Weiß ich Bescheid, das Buch liegt wieder da. Und hier ist auch noch eine Kiste, ne? Die Crate habe ich geöffnet. Ah, aber hier sind geschlossene. Warte gerade mal. Ich will gerade mal gucken. 200. Ah, ich habe 35 von 100 XP. Ich hab keinen Punkt. Okay, ich habe 50 von 100 XP. Weiß ich Bescheid. Okay, gehen wir weiter. Die Box hast du noch nicht aufgemacht, oder was? Nee, die ist halt geschlossen. Da muss dieses Lockpicking. Okay, warte, mach ich mal. Oh, warte, jetzt steht das da in weiß. Okay. Lock. Ah, jetzt steht's nicht mehr da. What the fuck? Damit kann ich's bewegen. Ich denke dann mit Link. Alter, ich hab die erste auf. Ich hab hier hinten eine aufgekriegt. Nice! Wie geht denn das, Mann? W try, S out. Okay, mit S geht man weg. Also okay. Mit A und D drehen. Das ist mir auch aus irgendeinem Spiel bekannt. Mit A und D drehst du und mit W probierst du. Und die Dinger brechen aber auch ab, scheinbar. Relativ schnell. Oh ja, ist weg bei mir. Also meine hat nicht geklappt. Hast du noch hast eine? Wie viele Lockpicks hast du denn? Eine nur gehabt. Achso, warte. Keine mehr. Dann mach du noch mal. Warte, ich kann dir hier noch welche reinlegen. Achso, damit ich's... Okay. Ja? Warte mal. Ach, scheiße, ich habe auf den Boden geguckt scheinbar. Warte mal, jetzt. Hast du drin? Hier, ja. Okay. Ich nehme die mal alle. Wie viel hattest du denn? 9, aber okay. Ich habe hier hinten auch die Kiste aufgemacht. Und hier liegen auf dem Tisch auch noch. Warte, hier liegen auch noch welche. Okay, warte. So. Machen wir's aus mal welchem hin. Spiel kenne ich das denn? Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist auch aus Skyrim. Okay. Also du kannst, in jeder Position kann das Ding halt aufgehen. Das ist halt wirklich Trial and Error scheinbar. Ja, ich verschwende die halt hier alle. Ach, krass, ich will aber weiter versuchen hier. Oh, ich hab's, okay. Nice. Sie ist offen. Oh, das ist halt krass, ey, da verschwendest du... Ah, da sind noch 2 drin. Health Potions hab ich. Ja, ich hab auch 2 in der anderen Kiste da gefunden. Und Cabbage, okay. Wie viele Health Potions hast du gesammelt? Warte, Inventory, ich hab jetzt 3. Okay, ich hab 2, dann nehmen wir einfach beide, würde ich sagen. Also, ja, ich nehme einfach. Ich nehme jetzt mal einen. Jetzt hab ich einen Empty Bottle. Soll ich nicht noch eine nehmen? Dann hab ich noch eine übrig. Kannst dich voll boosten. Warum nicht? Ja, komm. Hilft ja nix, ne?
Gut. Dann habe ich empty Bottles, mit denen kann ich aber nichts machen. Ich will gerade mal gucken, und, ob ich... Und hier, ja, hier liegt so Kram auf dem Tisch. Also hier müssen wir scheinbar auch immer gucken, ob irgendwo was rumliegt. Reasons to live. Ich habe ein Level up, aber irgendwie kann ich dieses Buch nicht verwenden. Da steht nur Reasons to live. Okay, da warst du ja schon dran. Warte mal, und dadurch, dass ich ein Level up habe, kann hier, ich ja... Hier, guck mal, hier liegt Kram. Wo? Da, hier liegen noch Lockpicks daneben. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, warte, ich habe ein Level up bekommen. Was soll ich denn machen? Soll ich meinen Health erstmal boosten? Ich hab keine Ahnung, was schlau ist. Ja, so. Ich weiß es auch nicht. Komm, ich mach erstmal Glück. Braucht man in CS eigentlich immer. Okay, gehen wir weiter? Wir haben halt noch keine Waffe, ne? Ist da irgendwas? Kann man die aufheben? Nee, aber... Ja. Oh, nice. Nice, nice, nice. Hier ist noch eine Flasche. Health Potion. Wie viel hast du jetzt an Health Potions? Ich habe zwei genommen. Also ich habe 86 HP und ich habe keine mehr. Okay, warte. Dann habe ich ja eine gefunden, weil ich habe auch keine mehr. Ich habe ja auch alles genommen. Hier sind noch Coins. So, du hast aber gerade drei genommen, ne? Ja, ich habe... Ah, du willst dann auch die andere? Ja. So, dass wir ungefähr gleich viel HP haben. Da müssen wir noch zur Kiste, weil das kann man ja nur an Kisten machen, ne? Dann Link, genau, okay, ist drin. Okay, hast du? Dann lass mal weitergehen jetzt. Genug herausgefunden, wie das funktioniert.